Kurzfilm über Manipulation in den Medien. Die Menschen reden ausschließlich über die Dinge, die sie von den Medien eingetrichtert bekommen haben. Wen interessieren die Milchpreise, wenn im Irak Menschen sterben? Crazy, wie alles darauf ausgelegt ist, uns von unserem wahren Ich zu trennen. Alles. Und wenn die Welt nur noch aus Lügen besteht, dann wird die Wahrheit das Einzige sein, was niemand mehr glaubt. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Oben ist Liebe im Chat, ihr seht's. Gang ist am Start, die einzig wahre Love Gang. Liebe den Man. Ich wünsche euch auch sehr viel Liebe von mir an die ganze YouTube-Community an der Stelle. Kommt gerne auch mal auf Twitch vorbei. Und zwar werden wir auf das erste Video reagieren. Heute, was heißt Kurzfilm über Manipulation in den Medien. Natürlich auch wieder ein Video aus dem Discord. Kann ich nur immer wieder erwähnen. Discord-Link unten in der Beschreibung. Auf der linken Seite Videovorschläge. Da könnt ihr euer Video reinfetzen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Lasst uns nicht lumpen. Und ziehen uns jetzt mal diesen Kurzfilm rein. Ist ein kurzes Video, aber ich denke auch spannend. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Let's go. Sobald ich meine Augen öffne, werden die Gedanken, die ich habe, nicht mehr meine eigenen sein. Die Menschen reden ausschließlich über die Dinge, die sie von den Medien eingetrichtert bekommen haben. Totaler Nonsens. Wen interessieren die Milchpreise, wenn im Irak Menschen sterben? Ich bin Student und ich habe eine eigene Meinung. In welche Richtung ich gehe, entscheide ich doch selbst. Und wenn ich nicht für sie bin, dann werde ich eben gegen sie sein. Niemand interessiert sich für einen weiteren Bombenanschlag, wenn unsere Berühmtheiten schwanger werden. Ich schwör's dir, Digga, krass. Deep, Freunde, ja, deep. Ich will gar nicht zu viel dazu sagen, sondern diesen Kurzfilm einfach mal genießen und die Message aufsaugen. Ja, Mann, ich denke, wir hier im Chat und auch bei YouTube in der Community haben ähnliche Gedankengänge und deswegen ist es schön, sowas sich zusammen im Kollektiv reinzuziehen an der Stelle. Ein einfaches und jetzt des Nachrichtensprechers reicht aus, um mich alles vergessen zu lassen. Geht es immer nur um Geld? Fühle ich mich deshalb zu klein, zu dick, zu unbeliebt? Als ob ich vergesse, wer ich bin. Als ob ich es zulasse, dass man mich manipuliert. Ich muss noch. Das ist echt crazy, wie alles darauf ausgelegt ist, uns von unserem wahren Ich zu trennen. Alles. Einkaufen. Ich brauche Milch. Sonst eigentlich nichts. Warum kaufe ich eigentlich kein Rindfleisch mehr? War BSE nicht eine Lüge? Dass Milch den Körper verschlackt, Vitamine zerstört und sogar das Krebs. Da sind wir beim Thema Milch, meine lieben Freunde, hört gut zu. Risiko steigert, darüber sagt niemand etwas. Dass Milch den Körper verschlackt, Vitamine zerstört und sogar das Krebsrisiko steigert, darüber sagt niemand etwas. Zu viel Geld wird damit gemacht. Als ob die Regale zu mir sprechen. Ich kaufe es trotzdem. Crazy Film. Und nicht nur das. Nur Werbung, geistlose Unterhaltung und politischer Schwachsinn überfluten die Bildschirme. Einer lügt mehr als der andere. Und wenn die Welt nur noch aus Lügen besteht, dann wird die Wahrheit das Einzige sein, was niemand mehr glaubt. Wenn die Welt nur noch aus Lügen besteht, dann wird die Wahrheit das sein, was niemand mehr glaubt. Bruder, das tätowiere ich mir. Ich schwör's dir. Werde ich Dieb meine Augen schließen und wegsehen? Nein,
Ich habe meine eigene Meinung. Ich traue nicht den schönen Bildern und den Worten, die mir verbieten, selbst zu denken. Ich werde suchen und ich werde die Wahrheit finden. Auch wenn es mir nicht bewusst war, dass ich manipuliert wurde. Oder hast du es gemerkt? Ich hoffe, du bist nicht einfach nur meiner Meinung. Und jetzt informiere dich über die Hintergründe. Dafür sind wir hier da auf dem Kanal, meine lieben Freunde, Alter. Das Video hat wie die Faust aufs Auge zu uns und zu unserer Message und zu unserem Kanal gepasst, oder Freunde? Mach mal eins in den Chat, wenn ihr es gefühlt habt. War sowas wie eine Bachelorarbeit, war? Krass, Alter. Heftiges Video, Mann. Danke auch an denjenigen, der das Ding in den Discord reingefetzt hat. Sehr, 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 sehr stark. Sehr, sehr stark. Das Video könnte ein Intro von deinem Kanal sein, ich schwör's dir, gell, Robson? Wie die Faust aufs Auge. Wie dieses eine Video, wo der eine so emotional, so gerappt geredet hat. Wisst ihr noch?